Ja, der Marktplatz hier in Geske war heftig umstritten in den letzten ein, zwei Jahren. Erstens, hier standen Platanen. Ja, genau. Insgesamt 8 Platanen. Ja. Und die Platanen vom Wurzelwerk sind so gewachsen, dass die Steine, man sieht es hier, alle hochgekommen sind, gedrückt wurde. Und dass die Verkehrssicherheit eigentlich nicht mehr gegeben war. Und dann ist durch so einen Bürgerentscheid praktisch abgestimmt worden, knapp allerdings, dass die Bäume gefällt werden. Und man sieht ja, die Bäume sind gefällt worden. Und sobald die Fördergelder bereitgestellt werden soll, dieser Marktplatz komplett umgestaltet werden. Wir sollen also mehr Platz bieten für ein lebendiges Zentrum, dass also mehr Begegnung hier stattfindet, Wasserspiele, dass Kinder sich und vor allen Dingen, das ist ja der Punkt überall in jedem Ort, Autos. Haben die was auf dem Marktplatz zu suchen? Ja oder nein? Also in der Regel geht der Trend jetzt dazu, man möchte gerne einen möglichst autofreien Marktplatz haben. Und die neuen Planungen berücksichtigen das, dass jetzt eigentlich nur da vorne etwa 20 Autos parken können, umrahmt dann auch von Bäumen, also von mobilen Bäumen. Und das ist das Nonplusultra mittlerweile, dass man Bäume, die packt man in Container und die dann hinfährt und dann je nachdem, wo sie gebraucht werden, wieder zurück. Das scheint sich bewährt zu haben. Sodass wir dann also auch wirklich eine große Fläche für den Marktplatz bekommen. Und vielleicht wäre es dann auch wieder interessanter, einen Marktbetrieb für einzurichten. Denn du siehst, wir haben hier nur ein, zwei Stände und die nicht so gut frequentiert werden. Also das ist dann weniger attraktiv. Also das, was du an so einem Platz brauchst, ist etwas, wo du sitzen kannst zum Verweilen. Du brauchst, wie gesagt, Sitzmöglichkeiten. Und du musst es interessanter gestalten. Auch dafür haben wir ja die Städtebaufördermittel auch zur Verfügung gestellt. Genau. Gerade wenn es um das Thema lebendige Stadt geht, damit da solche Stadtkerne auch wieder so mal sehen. Da sind wir auch dran und da sind ja auch einige hohe Fördersummen im Spiel, die dann auch hier sinnvoll angesetzt werden. Und wieder unter dem Gesichtspunkt Corona und Konjunkturpaket, was realisierbar ist, schnell realisieren, die Beantragung schnell auf den Weg bringen, damit man das mit Hochdruck dann auch nochmal beschleunigen kann. Auch da gibt es ja Städtebaufördermittel, die da in das Kulturpaket reingepackt worden sind. Also realisieren, was jetzt realisierbar ist. Das wäre schon gut. Also ja. Die Chancen stehen gut im Moment dafür. Also diesen Platz hier, sagen wir mal, als Parkplatz liegen zu lassen, wo die Leute nur hinkommen und wieder wegfahren und dann eben nicht bleiben, das ist verschwendeter Raum. Da kann man das auch nicht machen. Genau. Das heißt, wir müssen die Parksituation natürlich auch berücksichtigen. Wichtig, aber nicht hier auf diesem zentralen Platz. Ja. Ja, wir sind hier bei einem sehr umstrittenen Objekt, der Geseker Marktbrunnen. Leider wurde der bei der Planung nicht mehr berücksichtigt. Die Planer und der Arbeitskreis und dann auch später der Rat war also der Meinung, dass dieser Brunnen hier an dieser Stelle hinderlich ist. Vor allen Dingen braucht man Platz in diese Richtung. Und das wäre so eine optische Barriere. Dieser Brunnen ist vor etwa 35 Jahren in Eigenregie vom Brunnenverein errichtet worden, hat aber immer Probleme mit Wasser gehabt. Du siehst auch im Moment, ist kein Wasser da, es plätschert nicht, was eigentlich ein Brunnen machen sollte. Und der war auch immer sehr vermüllt. Wurde dann, sodass also wir mit schweren Herzen auch mit dem Bürgerentscheid
dann die Bevölkerung gebeten haben, stimmt dann jetzt bitte ab. Also es ist dann nicht beim Ratsentscheid geblieben. Und die Bürger haben also auch wieder nur ganz knapp sich dafür entschieden, dass der Brunnen wegkommt. Vielleicht hätte man, ich weiß es nicht, Kompromiss machen können, aber... Er steht hier so ein bisschen unvermittelt in der Gegend. Und da muss er bestimmt, ich meine, da ist er bestimmt viel Technik drin. Er ist ja, man muss ja Umweltspuppen drin sein. Ja, ja, klar, aber das ist Wasserführung, aber... Und er nimmt sein Wasser bestimmt nicht aus dem Untergrund. Nein, sondern das ist... muss künstlich zugeführt werden von außen. Und soll er dann ganz weg oder kommt er woanders neu hin? Oder wird er nur umgesetzt? Der Brunnenverein war, kann man verstehen, doch sehr mokiert über diese ganze Entscheidung. Ja. Und die sind also jetzt nicht mehr so kooperativ. Wir haben ja gesagt, wir bauen den ab und setzen ihn da hinten in den Park. Ja. Aber die Bereitschaft ist jetzt nicht da. Also ich wem weiß, gehört der denn? Eigentlich dem Brunnen. Ja, allein hier dieser Bogen ist ja, hat ja was, ne? Dieser. Ja. Ja, du siehst hier, da ist er 89.